Leute, ich drehe jetzt einen weiteren Wochenrückblick. Wie kann das auch anders sein? Das kommt ja jede Woche. Fangen wir direkt einfach an. Zum ersten, zum allerersten, zum zuerst, zuerst sage ich mal, dass ich die zweite Staffel von Breaking Bad beendet habe und auch die erste Folge von der Staffel 3 jetzt schon geguckt habe und so. Ich muss sagen, die Serie hat mich nicht wirklich gepackt. Ich finde, viele haben ja gesagt, dass die zweite Staffel besser wird als die erste. Ich finde es eher andersrum. Ich fand die erste ein bisschen besser, weil sie einfach lustiger war. Die zweite ist einfach ernster und dramatischer geworden. Das mögen wahrscheinlich viele, aber mich hat so ein bisschen gelangweilt. Und ich muss sagen, je nachdem ich die erste Folge der dritten Staffel gesehen habe, hat mich das jetzt auch nicht so gepackt, nicht so beeindruckt, dass ich es jetzt weiter gucken würde. Ich habe irgendwie ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich finde es nicht so interessant. Es ist einfach nicht so meins. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich dieses ganze Mafia und böse Jungs und Drogen- und Bla-Milieu, diese ganzen Serien und Filme, nicht so meins sind. Ich finde das nicht so interessant. Für mich langweilt das meistens eher. Und so ist es leider auch bei Breaking Bad. Und ich glaube, im Moment werde ich es auf jeden Fall nicht weitergucken. Vielleicht irgendwann mal. Aber wenn ich es jetzt abbreche, dann befürchte ich, dass das nie wieder zum Zuge kommen wird. Und ich weiß nicht, für mich ist das dann auch nicht so ein großer Verlust, weil, wie gesagt, es ist einfach nicht so meins. Aber jedem, der damit Spaß hat, euch viel Spaß damit. Es ist auch keine schlechte Serie, auf keinen Fall, aber es ist einfach nicht meins. Das war's. Sternzahl würde ich dir jetzt nicht geben, wie gesagt, es ist nicht meins. Dann habe ich noch ein paar Filme geguckt diese Woche. Zum einen endlich habe ich mir Divergent eingesehen und die Bestimmung. Divergent, die Bestimmung. Wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Egal. Ich habe es mit der Originalsynchro gesehen, mit dem Originalstimmen und nicht mit der deutschen Synchro, weil mir aufgefallen ist, dass in den letzten Buchverfilmungen mir die deutsche Synchro meistens nicht so gut gefallen hat. Zum Beispiel in Twilight, wo ich die Filme sowieso nicht so toll finde. Aber auch in Seelen zum Beispiel. Ich glaube, der Film ist in der englischen Synchro bestimmt besser als auf der deutschen. Ich habe es ja im Kino gesehen, damit mit der deutschen Synchro. Und die hat mir nicht wirklich gefallen. Es gab so viele Dialoge und schmachtende Sätze und so. Da habe ich mir einfach nur in den Kopf gefasst und dachte mir, nein, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, die Chroniken der Unterwelt habe ich ja, ne, Chronik, City of Bones, genau, City of Bones habe ich ja auch angefangen und die deutschen Synchro fand ich ja auch nicht toll. Von daher habe ich bei Divergent direkt die englische Synchro reingehauen und ich fand es gut. Hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber ich kann verstehen, warum viele so davon schwärmen. Ich finde nur, es hat so ein bisschen, sie haben von der Geschichte her ein bisschen was verändert und ein bisschen was weggelassen, was vielleicht wichtig gewesen wäre, was ich auch irgendwie spannender gefunden hätte, wenn sie es mit reingenommen hätten. Ich sag jetzt nicht, was genau, das wisst ihr wahrscheinlich eh alle, wenn ihr den Film gesehen habt und das Buch gelesen. Hat mir so ein bisschen gefehlt und sie haben es so ein bisschen verändert. Fand ich ein bisschen schade, aber okay, Filme funktionieren nun mal anders als Bücher. Von daher war klar, dass sie irgendwas verändern mussten. Das, was ich am schadesten fand, sagt man das so? Egal, ich denke, ihr wisst, was ich meine, ist, dass die Triss so unbeteiligt gemacht haben, sozusagen. Das ist, habe ich schon öfter von verschiedenen Leuten gehört, dass es in den letzten Buchverfilmungen oder sonst auch in Filmen so irgendwie üblich geworden ist, vor allem in den ersten Teilen, dass der Hauptcharakter ziemlich unbeteiligt sein soll. War ja auch in Tribute von Panem so, hat man mir gesagt. Mir ist das jetzt nicht so stark aufgefallen, aber mir ist das jetzt bei Divergent richtig stark aufgefallen. Ich erinnere mich an das Buch, dass Triss wirklich sehr intelligent ist und sehr neugierig und sie hat wirklich irgendwie ziemlich viel aufgedeckt und selber rausgefunden. Und im Film war es einfach so, man hat sie vor die Nase gesetzt und da war es und fertig. Klar, man hat nicht so viel Zeit, um sie zu zeigen, wie sie diese Sachen alle rausfindet, aber ein bisschen was hätte sie doch schon selber rausfinden können. Irgendwie wurde ihr alles vor die Nase gesetzt, alles erzählt. Entweder hat vor ihr was erzählt oder irgendwer anders. Und sie hat irgendwie selber nicht so richtig was rausgefunden, nur so kleine Sachen und das auch nur so per Zufall. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich hoffe, in den zweiten Teil wird das da ein bisschen besser, weil bei Tribute von Panem ist es ja auch besser geworden. Ja, aber an sich, ich fand den Style cool. Es hat tolle Action-Szenen und überhaupt die Atmosphäre und so war gut. Von daher, ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Es hat mir schon ganz gut gefallen. Ich würde dem 3,5 bis 4 Sterne irgendwie sowas geben.
Dann habe ich mir die Monster-Uni von Disney angesehen. Und das aber mit der deutschen Synchro, weil ich es mir mit meinem kleinen Neffen angesehen habe, beziehungsweise der wollte es unbedingt mit mir zusammen sehen, weil er, ja, herausgefunden hat, dass ich es noch nicht gesehen habe und meinte, ja, das geht doch gar nicht, du musst das unbedingt gucken. Und dann haben wir es zusammen geguckt. Und ja, er hat mich ein bisschen davon abgelenkt, weil er den Film ja schon kannte. Und ja, so 6-7-Jährige sitzen dann halt nicht den ganzen Film über ruhig da und gucken sich's an, vor allem wenn sie es schon kennen. Aber ich habe es gesehen und ich fand es ganz okay. Ich würde dem jetzt so 3 Sterne geben. Es hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich Monster AG richtig gut fand. Es hatte eine tolle Idee, es hatte eine tolle Ausführung, es hat einen richtig mitgenommen. Dem würde ich auf jeden Fall 5 Sterne geben. Ich mag die Monster AG. Deswegen hat mich die Monster Uni so ein bisschen enttäuscht. Es war in Ordnung, aber es war halt typisch College-Movie. Guckt euch irgendeinen College-Film mit sonst wem, mit Reese Witherspoon oder sonst wen an. Es ist genau dasselbe. Es ist die typische College-Geschichte, Außenseiter, die irgendwie dazugehören wollen und sich dann was ausdenken und dann halt den Plan verfolgen und am Ende halt die großen Kings sind. Genauso was in Monster Uni auch. Mit den typischen Gags halt so ein bisschen weniger. Dieser Fäkalhumor ist ja halt für Kinder. Aber es war halt so das Typische. Es war nichts Besonderes dran. Es war, was man schon tausendmal gesehen hat, das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Aber es war trotzdem gut, es war von Disney, es war trotzdem die bekannten Charaktere und man kann es sich ansehen. Es war nur leider nicht so toll, wie ich es mir erhofft hätte. Deswegen 3 Sterne, wie gesagt. Und ja, was noch? Dann habe ich noch angefangen, Vampire Academy zu gucken. Und ja. Angefangen. Das ist das richtige Wort. Ich kam bis halbe Stunde, 40 Minuten oder so und dann habe ich es ausgemacht. Übrigens auch auf der englischen Originaltonspur, nicht mit einer Synchro. Ich fand den einfach nicht gut. Ich fand den richtig trashig. Die Dialoge und überhaupt, wie es dargestellt wurde, das war. Und es war leider nicht gut trashig, so dass man das wieder interessant fand und lustig und so, sondern halt einfach. Ungewollt trashig und ungewollt trashig ist meistens ziemlich schlecht und es war nicht wirklich gut. Die meisten Charaktere haben irgendwie für mich auch vom Aussehen her nicht so gepasst. Zum Beispiel Dimitri. Ich fand den einfach zu alt und so habe ich mir ihn überhaupt nicht vorgestellt. Vor allem, weil im Buch ja immer gesagt wird, wie sexy er ist und so weiter. Und da, ich fand ihn einfach einen alten Kerl, der da sich aufgespielt hat. Weiß nicht, es gab so einige gute Schauspieler. Zum Beispiel der Mason gespielt hat. Ich habe vergessen, wie er hieß, dieser Rothaarige. Der spielt ja auch in Shameless mit und in Shameless fand ich ihn ja schon toll und ich finde auch, er hat in diesem Film auch gut geschauspielert. Es gab so einige halt, die sich angestrengt haben und die auch ganz gut waren, aber die meisten waren halt nicht so toll und das kam dann alles sehr trashig rüber, wie sie die Dialoge geäußert haben und wie sie alle dargestellt wurden und auch dieser Filter, also dieser Lichtfilter und so. Ich habe es einfach nicht ausgehalten. Ich fand auch die Ereignisse und so und zusammen. Kann ich einfach überhaupt nicht empfehlen. Wollte ich auch nicht zu Ende gucken, habe ich dann ausgemacht. Dachte ich, interessiert mich nicht die Bohne gerade. Schade, 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 schade. Schade. Aber okay. Gut. Das war's. Ich wollte zu Divergent, glaube ich, noch sagen, dass es ein paar Logikfehler hat, aber hat so gut wie jeder Film heutzutage. Kommen wir zu den Büchern. Ah ja, zuerst wollte ich sagen, dass ich so ein kleines Freche Mädchen Buch, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Freche Mädchen Mini oder so, mit 100 halt Mini-Seiten gelesen habe. Und zwar Küsse mit Zimt von Sissi Flegel. Und das war ganz süß. Ich kam halt so, bin drüber gestolpert, habe es gelesen. Es war ganz süß, es war so eine Zwischendurch-Mädchengeschichte mit wenig Tiefgang, mit wenig Ereignissen, aber ganz süß und hat einen auch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht. Deswegen ja, 3 Sterne ist okay. Dann habe ich endlich diese Trilogie, die Stern-Trilogie beendet. Und zwar ist das hier der dritte Band Sternstaub von Kim Winter. Die sind ja alle ziemlich fett und ich bin froh, dass ich das gut überstanden habe, aber sie sind wirklich gut. Die sind alle, haben alle durchgehend von mir 4 Sterne gekriegt. Und ich kann die Trilogie definitiv empfehlen. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, beziehungsweise jemand hat es mir gesagt, dass es stand auch in einem, wie heißt das, Interview so mit der Autorin,
dass es wohl einen vierten Band geben wird, einen neuen, und zwar nur im Impress Verlag als E-Book. Aber die Autorin hatte Lust, wieder was mit den Charakteren zu machen, und der Impress Verlag hat sie gefragt, und sie hat ja gesagt, und jetzt irgendwann mal, ich weiß nicht, wann sie damit fertig sein wird, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, den neuen Band geben. Und ich bin schon drauf gespannt. Mal gucken, ob ich es mir zulegen werde, weil E-Books ist ja nicht unbedingt so meins, vor allem aus dem Handy und so. Aber ich bin schon ziemlich gespannt, was mit denen geschehen wird. Und ich kann das hier auf jeden Fall empfehlen. 4 Sterne. Ich rede jetzt nicht um den heißen Brei rum. Danach habe ich mir direkt ein Buch geschnappt, worauf ich ziemlich heiß war. Und zwar Ich brenne für dich von Tahereh Mafi. Und wie ihr seht, ich liebe dieses Buch. Ich liebe diesen Schreibstil vor allem. Diese Frau weiß einfach, wie man schreibt, und das klingt alles so irgendwie poetisch, aber nicht zu übertrieben. Es kommt auch nicht in jeder Zeile vor, sondern halt so verstreut manchmal. Und ich habe diesem Buch jetzt 4 Sterne gegeben, weil ich ein paar inhaltliche Anmerkungen habe. Zum Beispiel, dass mir das Ende viel zu schnell ging. Die Rebellion am Ende hat, glaube ich, 50 Seiten gebraucht, dann war es schon wieder vorbei. Das war mir etwas zu schnell und etwas zu leicht. Es geht vor allem in diesen 3 Büchern um Charakterentwicklung und die Beziehungen zwischen den Charakteren. Das finde ich auch gut, aber wenn man schon dann so eine Rebellion oder sowas reinstecken muss, dann bitte auch ausführlicher und ein bisschen glaubwürdiger. Das hat mich so ein bisschen gestört, und ein paar so charakterliche Veränderungen waren jetzt auch nicht so ganz meins. Aber dieser Schreibstil, ich habe mich einfach total in diesen Schreibstil von der Autorin verliebt, und ich hoffe auch, dass die 3 Bücher bei mir irgendwann mal einziehen werden. Und wenn das jetzt mein Buch wäre, würde ich die ganzen Post-its auch drin lassen, aber ich muss die, glaube ich, gleich wieder rausnehmen. Ich kann euch aber was vorlesen, was ich euch auf jeden Fall vorlesen wollte. Irgendeins davon halt, ein Post-it habe ich hier zum Beispiel gehabt. Hört zu. Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Alles, was ich sagen möchte, nimmt Gestalt an, sinkt zu Boden, rappelt sich wieder auf. Die Sätze und Absätze türmen sich aufeinander, bauen Mauern, fügen sich ineinander, umschließen mich, bis es kein Entkommen mehr gibt. Und jede Leerstelle zwischen den Wörtern klettert an mir empor und springt mir in den Mund, gleitet durch meinen Hals in meine Brust, füllt mich mit so viel Leere an, dass ich schwerelos davon schweben könnte. Ich mag einfach sowas. Es kommt jetzt nicht immer vor, aber immer wenn es dann vorkommt, nimmt es einen irgendwie mit, und ich finde das so schön. Ich finde das gerade diese Mischung davon gut. Ich könnte einfach davon schwärmen, obwohl ich nur 4 Sterne gegeben habe, aber ich mag einfach den Schreibstil. Danach habe ich wieder was mit einer Liebesgeschichte einfach nur gebraucht, und dann habe ich nach diesem Buch gegriffen: Herzklopfen auf Französisch von Stephanie Perkins. Agathe hatte ja davon schon geschwärmt, und jetzt hat Lina auch letztens davon so richtig geschwärmt, und dann dachte ich mir, ja, jetzt fällig, jetzt muss ich es lesen, und ich habe es gelesen und ich habe es geliebt. Ich habe dem 5 Sterne gegeben. Es ist jetzt kein Buch, das mich unbedingt so schnell umgehauen hat, aber es hat einfach alles, was es braucht. Es hatte einfach alles, um mich mitzunehmen, um mich emotional daran zu binden, um das hervorzurufen, was ich mir von einer Liebesgeschichte erwarte und erhoffe. Und das hat es geschafft, vollkommen. Ich habe zwar den ein oder anderen so kleinen Anmerkungen an dem Geschichte, was ich so ein bisschen anders gemacht hätte, wenn ich es geschrieben hätte, aber ansonsten war es gut. Es hat alles gemacht, was ich mir erhofft hatte. 5 Sterne, auf jeden Fall sehr gut, und eine Empfehlung an euch alle. Und im Moment, ich glaube, ich mache erstmal mit Panda Blues weiter. Ich bin da schon fast fertig. Es sind nur noch 60 Seiten, glaube ich, übrig, so ungefähr. Das werde ich heute oder morgen oder so, denke ich, durchkriegen. Dann werdet ihr es in der nächsten Woche dann abschließend sehen und meine Meinung dazu. Finde ich immer noch ganz okay, aber hat mich bis jetzt immer noch nicht umgehauen. Mal gucken, wie es weitergeht. Und im Moment lese ich noch Amy on the Summer Road von Morgan Matson, die ja auch schon die Autorin auch schon in aller Munde ist, aber ich habe von ihr noch nie was gelesen. Und ich hatte das hier stehen und habe dann nach Herzklopfen auf Französisch noch eine Liebesgeschichte oder sowas ähnliches, das ist hier ein Roadtrip, gebraucht, und habe ich einfach dazu gegriffen. Es ist richtig fett.
Aber es hat eigentlich gar nicht so viele Seiten, 470 oder so, ist in Ordnung. Es ist nur richtig schwer, das ohne Leserille zu lesen, weil es halt so dick ist. Ein bisschen krumm, rundlich habe ich schon gelesen, aber okay. Mag ich bis jetzt ganz gerne. Näheres erfahrt ihr dann, wenn ich es beendet habe. Aber was ich zeigen wollte, ist, dass es richtig schön gestaltet ist, weil es so richtig Zettelchen drin hat oder so. Halt Anmerkungen, alles, was sie auf ihrem Roadtrip so sehen. Wird auch da mal gezeigt, Karten und Bilder und so. Man sieht richtig, dass sich jemand da Gedanken gemacht hat und eventuell halt diesen Roadtrip selber durchgemacht hat, bevor er dieses Buch geschrieben hat, die Autorin vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Richtig schön gemacht, kann ich empfehlen, ist wirklich interessant und ja, ihr erfahrt im nächsten Video, im nächsten Wochenrückblick dann, wie ich es gefunden habe abschließend. Okay, jetzt höre ich auf, schreibt mir in die Infobox, in die Kommentare, was ihr davon schon kennt und ob ihr meine Meinung dazu teilt. Und ansonsten sage ich hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye, Leute.